Wir sind jetzt bereits angekommen beim fünften Sendschreiben aus der Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus an den Apostel Johannes. Das Sendschreiben an Sardes. Ich möchte es überschreiben mit dem Aufruf, werde wach. Gerade in der Abendstunde, ja, darf man das sich auch nochmal zurufen. Werde wach. Manche haben ja auch schon einen langen Tag hinter sich, aber es war auch ein wunderschöner Tag. Wenn so die Sonne scheint, fällt es nicht so schwer, wach zu bleiben. Aber es gibt manchmal auch trübe Tage, gerade auch in der Herbstzeit. Und da ist der Mensch schläfrig. Und wie schnell schlafen Menschen auch im Glaubensleben ein und erschlaffen und verlieren die erste brennende Liebe. Wir haben es ja schon gehört beim Sendschreiben an Ephesus. Und umso mehr der Aufruf, werde wach. Und warum ich diese Überschrift gewählt habe, das werden wir jetzt sicherlich gleich verstehen, wenn wir dieses Sendschreiben hier aus dem Wort Gottes lesen. Das ist Offenbarung 3, Vers 1 bis 6. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt der, welcher die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht, zu sterben. Denn ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Wenn du nun nicht wachst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Doch du hast einige wenige Namen, auch in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Soweit die Worte unseres Herrn Jesus Christus. Wer schon da war, der weiß, die Verführung setzt sich fort. Von Pergamon, wo die Verführung von außen auf die Gemeinde zukam, in Gestalt von Biliam und auch die Nikolaiten, die allerdings dort auch teilweise schon eingedrungen waren. So hat sich das fortgesetzt über Thyatira, wo nun die Isabel in der Gemeinde selber nun agiert, so wie im alten Israel. Sie war ja verheiratet mit dem König Israels Ahab und hat die Propheten Gottes verfolgt und falsche Baalspropheten und Baalspriester geholt. Und nun kommen wir zur nächsten Stufe, zu Sardes. Die Folge ist die Tote. Gemeinde. Du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Wo die Gemeinde zerstört wird durch Verführung von außen und von innen, da tritt schließlich der geistliche Tod ein, auch wenn äußerlich viel Aktivismus noch da ist. Viel Leerlauf, kann man es auch nennen. Sardes war die Hauptstadt Lydiens, nicht Libyens, sondern Lydiens. Und es ist die einzige Gemeinde außer Laodicea, die kein Lob erhält. Der Herr sagt hier gleich, ich kenne deine Werke, und da kommen sonst immer Aufzählungen, auch von Glauben und Geduld und Liebe, aber hier steht gleich das Negative. Tod. Du bist tot. Der Herr stellt sich hier vor als der, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Die sieben Sterne, das sind die sieben Gemeinden, die er in seiner Hand hält. Und die sieben Geister Gottes, es ist ein Geist Gottes, aber er entfaltet sich in siebenfältiger Wirkung. Dazu möchte ich einmal lesen, die Stelle in Jesaja 11, Vers 2. Jesaja 11, Vers 2. Da heißt es, ich lese ab Vers 1,
Und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schössling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Es ist ein Geist Gottes, aber er entfaltet sich in verschiedenen Eigenschaften. Weisheit, Verstand, Rat, Kraft, Erkenntnis, Furcht des Herrn. Und hier stellt sich der Herr so vor, der Gemeinde in Sardes und auch der Gemeinde aller Zeiten. Der, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Sardes, da wird auch nichts gesagt von Verfolgung. Warum wird die Gemeinde nicht verfolgt? Sehr aktuell. Da ist nichts mehr zu verfolgen. Die ist so angepasst an die Welt, an den Zeitgeist, dass die Verfolger es nicht nötig sehen, was zu tun. Auch Satan lässt sie wohl in Ruhe, weil sie ohnehin schon verführt und tot ist. Fritz Grünzweig hat es mal so formuliert, wo Sündentod, kein Märtyrertod. Wo Sündentod ist, ist kein Märtyrertod mehr. Da unterscheidet man sich nicht mehr von der Welt und letztendlich auch nicht mehr von den Verfolgern, weil man ohnehin schon so weltlich und zeitgeistförmig geworden ist, dass der Geist Gottes sich davon getrennt hat. Heute Abend stellt sich uns die ganz zentrale Frage, sind wir Christen, echte, lebendige Christen, oder sind wir tot? Das heißt Namenschristen. Und da möchte ich mal einige Unterschiede mit uns betrachten vom Wort Gottes her. Sind wir lebendig oder geistlich tot? Man kann sich das etwa vorstellen anhand des breiten und des schmalen Weges. Die echten Christen, auf welchem Weg sind die? Schmalen Weg, der zum ewigen Leben führt. Aber Jesus sagt zugleich in Matthäus 7, wenige sind es, die darauf wandeln, nicht die große Masse. Und auf dem breiten Weg, auf dem Broadway, ins Verderben, da ist die große Masse, auch derer, die sich Christen nennen und es doch nicht sind. Wie können wir nun uns selber prüfen? Es geht nicht darum, mit Fingern auf andere zu zeigen, sondern dass wir uns prüfen, du und ich, sind wir echte, brennende, wiedergeborene Christen oder haben wir nur den Namen, dass wir leben und sind doch tot? Denn diese Sendschreiben sind nicht nur an bestimmte Gemeinden in historischer Zeit gerichtet oder an bestimmte kirchengeschichtliche Epochen. Es wird etwa von manchen Autoren wie Rainer Wagner auf die abgefallenen Reformationskirchen gedeutet, die sich mit den Fürsten eingelassen haben, woraus dann die Volks- und Staatskirchen erwachsen sind, wo viel Fleischliches, viel Weltliches eingedrungen ist, sodass also der wahre Glaube immer mehr an den Rand gedrängt wurde. Das ist auch wichtig, ich werde auch dazu noch Zitate bringen, aber zunächst die Frage an uns, sind wir lebendig oder tot? Und dazu einige Kennzeichen, die ich aus dem Wort Gottes einmal versucht habe zusammenzustellen. Für eine echte Glaubensbeziehung zum Herrn und eine nur namenschristliche, geistlich tote Haltung. Nun, wenn man wirklich auf dem schmalen Weg ist, den rettenden Glauben hat, dann ist das ein, ich möchte so ausdrücken, christozentrischer Erlösungsglaube. Das heißt, Jesus Christus ist im Zentrum beim echten Christen. Beim Namenschristen, da ist das eigene Ich im Zentrum. Da geht es immer um mich selber, dass ich mich selber veredeln kann, dass ich mich verwirklichen kann, dass ich mich annehmen kann auch, was sicherlich auch nicht unwichtig ist, gerade für Menschen, die Depressionen haben. Aber es fehlt der Blick auf Jesus Christus als die zentrale Gestalt der Hilfe. So möchte ich es mal ausdrücken. Also beim schmalen Weg sitzt Jesus Christus auf dem Thron meines Herzens und beim breiten Weg sitze ich selber, mein eigenes dickes Ich, auf dem Thron meines Herzens. Dann auf dem schmalen Weg, das ist nur ein einziger Weg zu Gott, dem Vater. Und zwar Johannes 14, Vers 6, wo unser Herr sagt, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Nur ein Gott, nur ein Weg zum Vater. Und das ist intolerant, sehr unpopulär, gerade auch in der Endzeit.
Beim breiten Weg gibt es viele Wege zum Heil. Da ist geradezu sprichwörtlich die religiöse Toleranz. Ich unterscheide übrigens zwischen Sachtoleranz und Personentoleranz. Das heißt, wir können dem Andersdenkenden, Andersglaubenden gegenüber im persönlichen Umgang tolerant sein, insofern, dass wir ihn stehen lassen, dass wir ihn nicht jetzt bekriegen mit Schwert- und Waffengewalt, wie es vielleicht manchen Epochen leider gemacht wurde. Und es waren keineswegs Gläubige, die andere mit dem Schwert totgeschlagen haben im Mittelalter, sondern das war Machtpolitik. Ja? Darf man nicht dem Christentum zum Vorwurf machen, dem echten Christentum. Sondern da waren genauso politische Motive wie dann bei den Fürsten, die sich der Reformation angenommen haben. Es gab da auch Gläubige, aber auch solche, die einfach ihre Machtinteressen verfolgt haben. Gegen das Papsttum in Rom wollten sie ihre eigenen Territorien davon abgrenzen und sichern. Und dann haben sie den Luther als Hilfstrupp vor den Karren gespannt. Ja, ich sage es mal so rum. Es war auch die Chance für Luther, aber es war auch sein Verhängnis. Beides. Beides. Ja, das kann ich hier nur erwähnen, diese kirchengeschichtlichen Zusammenhänge und Probleme. Jedenfalls viele Wege, religiöse Toleranz, breiter Weg, nur ein einziger Weg, schmaler Weg. Namenschristen sind meistens religiös sehr tolerant. Und ich wollte sagen, noch Sachtoleranz und Personentoleranz, also dem Andersgläubigen begegnen wir durchaus in Liebe, aber wir verschweigen ihm gerade aus Liebe nicht die Wahrheit. Das wäre eine Sachtoleranz, eine falsche Toleranz. Sachtoleranz, nein, Personentoleranz, ja. So möchte ich es einmal ausdrücken. In der Sachfrage sind wir wirklich fest in unserem Fundament Jesus Christus. Aber in der Liebe dürfen wir auch dem begegnen, der noch nicht die Wahrheit erkannt hat, damit er die Wahrheit gerade aus der Liebe, die auch wir ihm entgegenbringen, erkennen kann. Namenschristen sehen also die Dinge sozusagen nicht so eng. Es gibt viele Wege, aber für echte Christen ist Johannes 14,6 maßgeblich und auch andere Stellen, Apostelgeschichte 4,12, in keinem anderen ist das Heil und andere Stellen der Heiligen Schrift. Und Jesus ist der einzige gute Hirte, alle anderen sind Mietlinge, Johannes 10,7-9. Namenschristen, so möchte ich es zunächst jetzt einmal nochmal sagen, vertraue nicht allein auf die Erlösung, die am Kreuz auf Golgatha geschehen ist, sondern sie versuchen durch eigene gute Werke letztendlich sich selber zu erlösen. Sie haben eine Werkreligion, eigene Anstrengung, eigene Leistung, Askese oder auch Meditationsübungen, sogar Drogen, um höhere Bewusstseinszustände zu erreichen. Oder die andere Falle für ein oberflächliches Traditionschristentum ist, dass man eben auf Traditionen vertraut. Ja, mein Opa ging schon in die Kirche, ich gehe auch in die Kirche. Aber eine wirkliche Bekehrung haben sie nicht erlebt, viele. Berufen sich auf ihre Vorfahren. Das war mal ein guter Prediger, also bin ich auch schon recht. Das bringt niemand in den Himmel. Gott hat keine Enkel, er hat nur Kinder. Ja. Jede Generation ist neu aufgerufen, sich zu bekehren, beziehungsweise diejenigen, die Einzelnen daraus. Tradition, auch Rituale, die man durchführt. Bei den Katholiken ist ja so, da muss man so und so oft am Tag den Rosenkranz beten, dann kommt man wieder einige Stufen weiter aus dem Fegfeuer heraus oder auch die, die schon drin sind, betet man dann heraus angeblich. Ja, eine schlimme abergläubische Haltung letztendlich. Und es ist auch eine Gefahr, wenn man sich auf seiner Taufe, sage ich mal, ausruht und sagt, ich bin getauft. Lassen wir es jetzt mal offen, ob als Kind oder Erwachsener, ja, es kann auch die Erwachsenentaufe, die Glaubenstaufe, genauso ein Fallstrick werden, dass ich sage, ich bin ja als Erwachsener getauft, mir kann nichts mehr passieren. Das ist eine fast schon magische Haltung, sakramentalistischer Art, die wir nicht haben sollten, sondern entscheidend ist der Glaube, die persönliche Vertrauensbeziehung zum Herrn Jesus Christus. Wenn ich keine persönliche Beziehung habe in der Liebe zum Herrn, ist alles andere nichts nütze, ist nur äußerlich dann. Ich will nichts dagegen sagen, dass Taufe und Abendmahl nicht wichtig seien. Ist auf jeden Fall wichtig. Aber heilsentscheidend ist die persönliche Herzensbeziehung zum Herrn. Sonst ist alles andere nichts, gemäß 1. Korinther 13, 1 folgende. Selbst wenn man den Leib brennen ließe, es wäre nichts nütze,
wenn nicht die Liebe entscheidend ist. Das haben wir am ersten Abend auch gehört im Sendschreiben an Ephesus, wo es darum geht, dass die erste Liebe wieder zurückkehren soll. Namenschristen vertrauen also auf irgendwelche Traditionen, Werke, Rituale. Echte Christen vertrauen allein auf den Herrn und haben diese persönliche Beziehung zu ihm. Prüfen wir uns auch da selber. Haben wir diese Liebe zum Herrn Jesus für das, was er für uns getan hat? Namenschristen sind manchmal sehr schriftgelehrte Leute. Sie haben vielleicht sogar ein Bibelstudium oder Theologiestudium hinter sich. Ich will jetzt nicht damit nicht sagen, dass alle, die Theologie studiert haben, Namenschristen seien. Versteht mich nicht falsch. Ja? Ich habe auch Theologie studiert. Aber das allein reicht nicht aus. Ja? Wenn nicht das vom Kopf in das Herz geht, ist alles nichts Nütze. Es war ja geradezu ein Kennzeichen der pietistischen Väter, dass sie vom Pektoralglauben, vom Herzensglauben geredet und geschrieben haben. Die Herzensbeziehung zum Heiland, ganz zentrale Lehre des frühen Pietismus. Kein Kopfwissen allein, sondern Herzensbeziehung zum Herrn. Dann kann es auch mit Namenschristentum zusammenhängen, wenn man nicht auf die Wunden Jesu blickt, wenn einem das nicht genügen möchte, sondern man braucht Zeichen und Wunder. Zeichen und Wundersucht entwickelt sich. Wenn ich nicht Zeichen und Wunder sehe, glaube ich nicht. Wenn man eine solche Haltung hat, ist das sehr erbärmlich, möchte ich fast sagen. Der Herr Jesus beschreibt auch solche in der Bergpredigt, die Herr, Herr sagen, die sogar große Zeichen und Wunder getan haben und doch nicht ins Himmelreich kommen. Ja, das ist ganz erschütternd. Gerade für solche, die sich auf Sensationen verlassen wollen und nicht darauf, auf das Wort, wo es heißt, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Der Glaube ist entscheidend, auch hier. Die Gnade, die wir im Glauben erfassen. Namenschristen, bei denen sieht man meistens kaum einen Unterschied zur Welt. Sie leben im Grunde so weiter, wie sie vorher auch gelebt hatten. Und wir haben auch heute leider, ich muss auch so sagen, auch im Pietismus zum Teil, sehr oberflächliche Bekehrungen. Oberflächlich. Und deshalb ist auch so viel Welt in die Gemeinden gekommen. Man ist mehr vom Fernseher geprägt, als vom Wort Gottes. Auf dem Altar des Hauses liegt nicht mehr die Bibel, sondern das Fernsehgerät. Nur als ein Beispiel. Ja. Und wenn einen das prägt und das Herz lenkt, dann ist ganz klar, geschieht eine weltliche Beeinflussung, wenn das Entscheidende wird. Und dann, das zeigt sich in der Musik, wir haben es gestern schon gehört, auch in der Kleidung, auch das Tanz, Theater, Kino und Vergnügen, die Oberhand haben im Leben. Ich sage nichts dagegen, dass wir nicht auch mal in ein Konzert gehen könnten oder Ähnliches, aber das sollte nicht unser hauptsächlicher Lebensinhalt als Christen sein. Denn für den Christen ist zentral das biblische Prinzip der Absonderung von der Welt- und Fleischliebe nach 1. Johannesbrief. Ist eine bekannte Stelle, ich habe es jetzt aber nicht aufgeschrieben, wo es heißt, liebet nicht die Welt und was in der Welt ist, die Augenlust und Fleischeslust. Das wird heute kaum noch gepredigt, liebe Geschwister, weil so viel Augenlust und Fleischeslust in die Gemeinden schon eingedrungen ist. Aber in 1. Thessalonicher 4, Vers 3 lesen wir, das ist Gottes Wille, eure Heiligung. Wer weiß heute noch, was Heiligung ist? Nicht im katholischen Sinne, dass bestimmte Menschen von einem Papst, der selber eher im Okkultismus hängt als in der Bibel, dass der dann Menschen heilig spricht und sie, wir haben es heute Morgen gehört, praktisch zu Heilsvermittlern macht, zu denen man beten kann. Mittler zu Mittler sozusagen. Das ist auch eine abergläubische Praxis. Sondern Heilige sind alle wirklich wiedergeborenen und gläubigen Christen. Alle unter uns, die wirklich vom Herrn Jesus wiedergeboren sind durch seinen Geist, sind Heilige im biblischen Sinne. So werden auch die Gläubigen angeredet, am Anfang etlicher Briefe an die Gläubigen, an die Heiligen in diesem und jenem Ort. Und das sind die, die herausgerufen sind aus der Welt, abgesondert sind von dieser vergänglichen und sündhaften Welt.
Sicher, wir werden von der Welt noch angefochten. Wir müssen uns hier auch bewähren. Ich spreche nicht von einer Weltflucht. Versteht mich nicht falsch. Aber wir sollen nicht Öl sein im Getriebe der Welt, das mit allem mitfließt und allem nachgibt, sondern Salz und Licht. Das heißt verändernd, heilend, korrigierend in die Welt hineinwirken. Salz und Licht sein. Ist etwas anderes als auf dem breiten Strom der Masse mitschwimmen. 2. Korinther 6, Vers 14, ziehet nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Nicht? Das ist auch die große Gefahr. Und dann Namenschristen, weil so viel weltliches Christsein heute, ein paradoxer Begriff, ja, aber sich verbreitet hat, ist es eben auch zur Verweltlichung vieler Gemeinden gekommen. Ich habe mal den Satz geprägt, auch gegenüber manchen modernen Evangelisationsmethoden, wer die Welt in die Gemeinde holt, macht die Gemeinde zur Welt. Stimmt das oder stimmt das nicht? Und viele merken es erst, wenn es zu spät ist. Und dann sind sie verzweifelt oder haben sich angepasst. Dann ist ein weiteres Kennzeichen, was oft übersehen wird, die Leidensscheu bei solchen, die sich nur Christen nennen. Sie sind nicht bereit, ein Opfer zu bringen für den Herrn, wirklich für ihn zu leiden. Leidensscheu. Da finden wir keine Märtyrer bei den Namenschristen. Während echte Christen opferbereit sind, sie wissen, es ist ein bedrängter, ein enger Weg, der zum Vater im Himmel führt. Und sie bekennen sich zum Herrn Jesus, koste es, was es wolle. Wer mich bekennt vor den Menschen, zu dem werde ich mich bekennen vor meinem himmlischen Vater, spricht der Herr Jesus. Zu anderen wird er sich nicht bekennen. Ist uns das bewusst? Kenne ich nicht, heißt es dann in Matthäus 7. Ja. Ich kenne euch nicht, selbst die, die große Zeichen und Wunder getan haben. Gerade in Matthäus 7, eine interessante Stelle bezüglich endzeitlicher Sensationsgier und Verführung. Namenschristentum. Das sind einige Kennzeichen, die ich selber zusammengetragen habe. Ich möchte ergänzend auch noch einige weitere Kennzeichen nennen, die der Bruder Thomas Zimmermanns in einem noch unveröffentlichten Manuskript zusammengetragen hat. Er hat ein sehr interessantes Buch geschrieben. Ich suche immer noch einen Verlag dafür. Und das heißt, wer ist ein Christ? Christen und Namenschristen. Thomas Zimmermanns, er hat ja einige Bücher geschrieben über Christenverfolgung in Europa und anderes. Empfehle ich sehr. Und ein sehr wichtiges Buch, wer ist ein Christ? Und dann nennt er auch noch folgende zusätzliche Kennzeichen für Namenschristentum. Seite 95 folgende. Eine selbstbezogene Grundhaltung. Auch hier wieder das Ich. Ich zentriert. Er schreibt, Namenschristen lieben nicht Gott und den Nächsten, jedenfalls nicht von ganzem Herzen, sondern sich selbst. Das ist die innerste Triebkraft. Und auch wenn sie Werke bringen, dann ist, so schreibt Zimmermanns, die verborgene Antriebsfeder nicht die Liebe zu Gott oder zum Nächsten, sondern Hochmut und Selbstgerechtigkeit. Zitat Ende. Selbstbeweihräucherung. Selbst wenn man Gutes tut, will man dafür anerkannt werden. Ja, der Name muss dann ganz groß stehen. Ich habe mal so eine Situation erlebt von einem Tierheim, das hat einen Scheck bekommen von irgendeinem wohltätigen Club. Und dann musste ich fast lachen oder weinen. Dann haben sie den Scheck vergrößert, ja, so groß gemacht. Da stand dann drauf die astronomisch hohe Summe, ich glaube von 400 Euro. Die dieser Verein dem Tierheim gestiftet hat. Und es wurde dann in der Zeitung abgebildet und so. Ich habe gedacht, mein lieber Mann, ich will mich nicht rühmen, aber sowas kann auch ein einzelner Mensch spenden, ja. Und das ein ganzer Verein, ein Tierheim. Aber so ist es in der Welt, nicht? Man will groß anerkannt werden für die Spenden, für das, was man Gutes getan hat. Aber der Herr Jesus sagt, die so sind, die haben ihren Lohn dahin. Auch in der Bergpredigt nachzulesen. Wir sollen nicht gute Werke tun im Blick auf unsere eigene Ehre, sondern aus Liebe zum Herrn Jesus und aus Liebe zum Nächsten. Das ist das Einzige, worauf Gottes Lohn ruht. Wir sollen aber auch nicht auf den Gotteslohn spekulieren, sondern wirklich aus uneigennütziger Liebe handeln. Ich weiß, das können wir auch nicht aus eigener Kraft, aber der Herr kann es uns schenken, dass wir wirklich so selbstlos Diener werden, dass wir nicht mehr auf uns schauen müssen, sondern weg von uns, nach oben und rechts und links zum Nächsten.
Gott hat uns ja auch so geschaffen, dass wir uns selber nicht sehen. Oder seht ihr euch selber? Wen sehen wir denn? Uns gegenseitig. Und so sind wir auch, haben wir auch den Auftrag, dem anderen zu dienen, den anderen höher zu achten als uns selbst. Ja, ein weiteres Kennzeichen von Namenschristen ist nach Zimmermanns hier allgemeine Empfindlichkeit und Gereiztheit, etwa gegenüber Kritik. Jemand, der nicht wirklich sein Leben ganz dem Herrn auf den Altar gelegt hat, möchte ich mal sagen, der wird alle Kritik, die er von anderen hört, immer auf sein Ich beziehen. Ich werde hier angegriffen, das ist ja ungeheuerlich, das kann ich nicht ertragen, da muss ich mich wehren, muss ich zurückschlagen mit den gleichen Waffen. Der alte Adam, ja, habt ihr den noch in euch oder ist der ganz tot? Manchmal kommt er noch hoch, ja, auch bei Christen, auch bei echten Christen. Ja, Luther hat gesagt, er soll zwar ersäuft werden, aber er kann schwimmen. Und doch ist uns das keine Ausrede oder Beruhigungspille, sondern wir sollen wirklich beten, dass der Herr uns immer mehr in sein Bild verwandelt. Wir werden nicht vollkommen auf dieser Erde, aber der Herr kann uns seine Kraft, seine Gerechtigkeit schenken, uns mit weißen Kleidern anziehen, wie wir noch hören werden. Ein Namenschrist baut wohl sein Haus nach den Bauplänen Gottes, aber er lässt Gott nicht als Hausherrn darin wohnen, schreibt Zimmermanns. Er betrachtet Jesus als Reserverad, ja vielleicht sogar als Antriebsrad oder als Lenkrad, aber nicht als Fahrzeuglenker. Der Lenker ist ja selber. Er kann selber Kritik nicht vertragen, aber er hat seinerseits eine starke Kritiksucht gegen alle anderen. Das ist auch ein Kennzeichen. In liebloser und sachlich oft auch ungerechtfertigter Weise. Und dann ein weiteres Kennzeichen ist Unversöhnlichkeit, fehlende Vergebungsbereitschaft. Das liegt daran, dass ein Namenschrist die Versöhnung durch Jesus Christus nicht wirklich erfahren und angenommen hat. Und deshalb kann er auch anderen keine Versöhnung schenken. Jemand, der die Versöhnung dankbar mit Freudentränen angenommen hat, der Herr Jesus für uns am Kreuz verblutet, der wird auch bereit sein, dem anderen zu vergeben. Der kann nicht auf Dauer nachtragend sein. Wer sind wir kleinen Menschen denn, dass wir immer dem anderen etwas nachtragen müssen? Und wie groß ist Gott, der uns unsere Sünde vergeben hat? Dann sollten auch wir bereit sein, dem anderen zu vergeben. Das heißt auch im Römer, ich glaube Kapitel 14, soweit es an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. Es gibt manchmal Situationen, wo andere Menschen nicht versöhnungsbereit uns gegenüber sind. Aber wir sollten von uns aus das Möglichste versuchen. Nur wenn dann der andere es ablehnt, dann sind wir auch frei und wir dürfen auch zum Mahl des Herrn gehen. Ja. Aber von unserer Seite sollten wir immer den ersten Schritt tun. Ich habe das mehrfach praktiziert in meinem Leben, gerade auch in den letzten Jahren. Auch in manchen Kontroversen im theologischen Bereich, wo es allerdings nicht darum ging, theologische Unterschiede einzuglätten, aber einfach, wo menschliche Verletzungen vorgekommen sind, solche Dinge auszuräumen. Muss man auseinanderhalten, ja. Es hieß mal, ich habe mich mit einem meiner Gegner versöhnt, so wurde es formuliert. Ich habe gesagt, man hätte lieber schreiben sollen, persönliche Konflikte ausgeräumt. Aber theologisch ist die Sache nicht versöhnt. Da gibt es nach wie vor Unterschiede, etwa im Verständnis der Ökumene und ähnlichen Fragen. Ja, noch einige weitere Kennzeichen für den Unterschied zwischen Christen und Namenschristen. Der Namenschrist, er hat eine unbußfertige Haltung, eine fehlende Korrekturbereitschaft, aber auch eine fehlende Heilsgewissheit. Im tiefsten Inneren ist er sich nicht gewiss, dass er wirklich errettet ist. Er spürt und merkt, mir fehlt das Entscheidende noch. Aber auch für ihn gibt es die Möglichkeit, das zu erlangen, indem er wirklich auf die Knie geht und den Herrn bittet, Herr, schenk mir diesen rettenden Glauben und stärke meinen Glauben und schenk, dass ich wirklich dein Jünger werden kann und inneren Frieden bekomme. Ein Namenschrist hat auch ein fehlendes Interesse an Mission und Evangelisation. Es ist ihm gar nicht wirklich wichtig, weil er ja auch selber nicht errettet ist. Was soll er sich dann um die anderen kümmern? Was gehen mich die an, denkt er. Ja, Hauptsache, ich habe so einen frommen Schein und bin dabei und Gott wird schon mich belohnen. Das ist so die Haltung. Aber das ist Humanismus.
ohne Retterliebe. Humanismus ohne Rettersinn. Und es gibt auch diesen schönen alten Missionssatz, gerettet sein gibt Rettersinn. Seht ihr, das ist entscheidend. Wer selber gerettet ist, dankbar ist für das Blut und Opfer Jesu Christi, der wird auch andere zu diesem Herrn führen wollen. Missionarisch, evangelistisch. Und noch ein Kennzeichen, bevor ich dann weitermache im Text. Weiteres Kennzeichen für Namenschristen, für solche, die geistlich tot sind, ist, dass sie eine bibelkritische Grundhaltung haben. Dass sie Abstriche am Wort Gottes machen. Dass sie es nicht in allen Fragen für verbindlich ansehen. Da kann man was abstreichen und das darf man heute nicht mehr so sehen und das ist zu eng und ob das jetzt wirklich von Petrus ist, ist egal, dieser Brief oder Mose. Die Bibelkritik ist ja auch Wissenschaft. Ja, und so hört man dann manches und wie schnell wird dann da etwas abgeschnitten am Wort Gottes und dort und am Schluss ist gar nichts mehr übrig. Ich sage immer, wer dem Teufel den kleinen Finger gibt, von dem nimmt er die ganze Hand. Lassen wir uns da warnen. Es gibt viele traurige Schicksale, wo Menschen wirklich vom Glauben weggekommen sind. Auch solche, die echt waren vielleicht oder echt schienen, wer kann es beurteilen, oder eben die Namenschristen waren. Kommen nun zurück wieder nach diesem Exkurs zur Offenbarung 3. Wagner, das habe ich schon erwähnt, in diesem interessanten Buch sind ja noch einige Exemplare da, Gemeinde Jesu zwischen Spaltungen und Ökumene. Er bezieht das, nach meiner Meinung etwas eng gefasst, ja, auf die Epoche des nachreformatorischen Zeitalters, das Sendschreiben an Sardes. Er schreibt, hier werde die Reformation in ihrer Schwäche deutlich. Und zwar sagt er, dass eben, ich habe schon erwähnt, die Politiker sich mit den Reformatoren verbündet haben und dadurch diese Weltförmigkeit, die Verbindung mit der Macht, von Glaube und Macht, eine ungute Koalition gebildet hat. Er sagt, wörtlich, die Obrigkeit hasst die Hure Babylon. Offenbarung 17,16, Rom, das hat er ja nach Thyatira so ausgelegt. Deshalb und weniger aus geistlicher Erkenntnis unterstützte mancher der damaligen Regenten die Reformation. Sie hofften, durch die Reformation die Kirche Roms zu entmachten. Was bei einigen Politikern wie Friedrich dem Weisen oder Johann dem Beständigen echtes Glaubensleben nicht ausschloss. Es gab sicherlich auch da einige gläubige Fürsten, aber sicherlich nicht alle. Die Masse der deutschen Fürsten, so schreibt Wagner weiter, die Masse der deutschen Fürsten und Herrscher war es einfach leid, dass die Kirche sie wie die Reiterin aus der Offenbarung an den Zügeln hält, auf denen auf ihnen sitzt, sie tyrannisiert und ausnutzt, Offenbarung 17, Vers 3. Weil vom Anfang an nicht nur geistliche, sondern zutiefst weltliche Gedanken und Geister die Reformation mit vorantrieben, konnte das Ergebnis der Reformation nicht voll befriedigen. Zwar bekam die Verkündigung des Wortes Gottes durch Luthers und der Reformatoren Einfluss mehr Bedeutung als in der römischen Kirche. Aber statt eines ungeistlichen Papstes und eines teilweise gottlosen römischen Klerus herrschte jetzt die politische Welt in der Kirche. Sie hatte in Gestalt der Regierungen vom Anfang an das Sagen in der protestantischen Kirche. Der Götzendienst der katholischen Kirche von Thyatira war abgeschafft, aber weltliche Menschen und Institutionen wurden einflussreich in den protestantischen Kirchen von Sardes. Die Reformation war in weiten Teilen keine innere Erweckung der nur oberflächlich christianisierten Kirchenmitglieder. Martin Luther klagte deshalb in seiner Schrift der deutschen Messe, dass er im Gottesdienst wie unter Heiden steht, hat Luther ja selber geschrieben bekanntlich. Und er bedauerte, dass er trotz Reformation nicht die Leute hat, um eine Versammlung derer, die mit Ernst Christen sein wollen, zustande zu bekommen. Zitat Ende. Soweit aus Wagners Kirchengeschichte. Und schließlich hat er sich dieser Situation fügen müssen. Es ging dann auch nicht mehr anders. Er hat dann auch diese Doppelehe von Moritz von Hessen, glaube ich, war es, oder Philipp von Hessen, weiß jemand,
Philipp von Hessen, ja, zugestimmt. Das sind lauter solche machtpolitischen Manöver gewesen, die dann später großen Schaden auch für die Reformation bedeutet haben. Und wir haben heute noch Staatskirchen, etwa in Skandinavien, oder auch die anglikanische Kirche ist ja immer heute noch beherrscht vom Königshaus, ja, also, und ist ja entstanden, weil sich der Heinrich der Achte, war es wohl, scheiden lassen wollte und hat seine sämtlichen früheren Frauen alle auf Schafott geschickt, hat er sich vom Papst abgelöst und die anglikanische Kirche begründet. Also es sind da ungute Dinge am Anfang, auch bei diesen reformatorischen oder mit der Reformation in Verbindung stehenden Kirchen. Heute hat sich manches gebessert, aber in anderer Hinsicht auch wieder manches verschlechtert. Wir denken an Bibelkritik, Feminismus, Homosegnung, Verweltlichung, gerade auch innerhalb evangelischer Kirchen und leider auch Freikirchen. Nun, werde wach, ja, es soll nicht heißen, schlafe weiter, bleibe tot, sondern werde wach, wenn dieser Weckruf nicht wäre, dann könnten wir das alles jetzt vergessen und aufhören, aber dieser Weckruf ist ja das Entscheidende. Werde wach, das heißt, tue Buße. Kehre um von diesem falschen Weg. Besinne dich wirklich als auf das Evangelium, und zwar auf das Evangelium allein und kein anderes Evangelium, Galater 1, Vers 6. Und der Herr sagt hier, ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor Gott. Vielleicht vor Menschen, humanistisch, ja. Menschen sehen das anders, der tut ja gute Werke, aber vor Gott fehlt das Entscheidende, die Herzensbeziehung zum Herrn Jesus Christus. Kennzeichen des Namenchristentums. Ein fromm getarnter Humanismus mit einer Selbstbeweihräucherung, Selbstbeklatschung. Und dann heißt es aber auch, stärke das Übrige. Stärke das Übrige, das im Begriff steht zu sterben. Auch hier gerade kein frommer Egoismus, sondern der Blick weg von sich und hin zum anderen. Stärke auch die anderen, betreibe seelsorgerlichen Dienst am Nächsten, betreibe Mission. So wie Hesekiel, das möchte ich uns zitieren aus Hesekiel 3, Verse 16 bis 21. Hesekiel 3, 16 bis 21. Ihr kennt dieses bekannte Wächterwort hoffentlich. Und das zeigt uns auch unsere Verantwortung als Christen, auch für andere Menschen. Da heißt es, aber nach 7 Tagen erging das Wort des Herrn an mich. Er sprach, Menschensohn, ich habe dich zum Wächter gesetzt für das Haus Israel. Wenn du aus meinem Mund ein Wort gehört hast, so sollst du sie in meinem Auftrag warnen. Wenn ich zu dem Gottlosen sage, du musst gewisslich sterben, und du warnst ihn nicht und sagst es ihm nicht, um den Gottlosen vor seinem gottlosen Weg zu warnen und ihn am Leben zu erhalten, so wird der Gottlose um seiner Missetat willen sterben. Aber sein Blut werde ich von deiner Hand fordern. Warnst du aber den Gottlosen, und er kehrt doch nicht um von seiner Gottlosigkeit und von seinem gottlosen Weg, so wird er um seiner Missetat willen sterben, du aber hast deine Seele gerettet. Soweit, das geht noch weiter, sehr interessanter Kontext hier. Aber wir haben eine Verantwortung, auch für den Ungläubigen. Sicher, wir können nicht die ganze Welt als Einzelne jetzt missionieren, aber den Menschen, den Gott uns vor die Füße stellt und sagt, sag ihm jetzt die rettende Botschaft, das sollen wir auch nicht schweigen. Werde wach und stärke das, was sterben will. Hesekiel 3, Vers 16, folgende. Der Wächter über Israel. Das gilt sicherlich hier für den Propheten, aber ich denke auch für jeden wirklich ernsthaften Christen. Jeder Christ ein Missionar, jeder Nicht-Christ ein Missionsfeld. So stand es früher über manchen Türen. Wenn man aus der Gemeinde hinausgegangen ist, hat man gewusst, aha, hier beginnt das Missionsfeld. Beginnt es draußen oder beginnt es manchmal auch schon drinnen, auch im eigenen Herzen, ja, oder beim Nächsten. Aber, das finde ich eine gute Überschrift, ja, sobald man das Haus verlässt, das Missionsfeld zu betreten.
Und dann dieses Drohwort, hier ist ein Drohwort vom Herrn gesagt, wenn du nun nicht wachst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Der Herr kommt wieder wie ein Dieb in der Nacht. Dieb klingt sehr negativ, aber das Moment des Vergleichs ist hier das überraschende Kommen des Herrn. Ja, so wie ein Dieb auch unangemeldet eindringt, so wird der Herr überraschend für die kommen, die nicht bereit sind. Er wird auch überraschend für uns kommen. Ja? Wir erwarten ja ihn ja alle Zeit. Und doch werden wir überrascht sein. Jetzt ist er tatsächlich gekommen. Ja? Und so lange haben wir gewartet. Aber wir dürfen uns freuen, wenn er da ist. Alle, die wirklich zu ihm gehören, werden sich freuen. Und die nicht zu ihm gehören, da wird heulen und zähneklappernd sein. Namenschristen sind nicht bereit für Jesu Wiederkunft. Das sind dann die, die sagen, Herr, komme wieder, aber jetzt noch nicht. Ja, wir sagen zwar auch, Herr, komme wieder, so formell, aber jetzt bitte noch nicht. Ich habe noch so viel zu tun und da und das und jenes habe ich nicht bereinigt und ich bin ja noch gar nicht wirklich ganz bekehrt und möchte noch mein Leben genießen, noch Spaß haben. Wie heißt es heute so schön bei der Jugend? Gib Gas, mach Spaß und so ähnlich. Ja, Fun-Gesellschaft. Das ist diese oberflächliche Gesellschaft, gerade auch in der Endzeit. Und wir sehen auch, dass dieses Sendschreiben auch genauso für unsere Zeit und für die Endzeit gilt, wie alle anderen Sendschreiben auch. Hier das geistlich Tote, das neu erweckt werden soll. Namenschristen sind nicht bereit für Jesu Wiederkunft, aber echte Christen freuen sich, alle Zeit dem Herrn zu begegnen. Da können wir uns auch prüfen. Würden wir uns freuen, wenn der Herr jetzt wiederkommt. Natürlich gilt es, Dinge zu bereinigen, die noch bereinigt werden sollten. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Und wie viele haben auf dem Sterbebett beklagt, Mensch, hätte ich doch das noch in Ordnung gebracht. Ja. Lasst keine ungelösten Dinge anstehen, die ihr jetzt lösen könnt. Ja, ich komme dann noch zu den letzten Versen. Und das ist doch ein kleiner Trost. Auch in dieser Gemeinde gibt es einige wenige Echte. Das steht hier in Vers 4. Doch du hast einige wenige Namen, auch in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Es sind in diesem Ort einige wenige, gemäß dem schmalen Weg. Und das ist typisch für Namenschristenheit, für Volkschristentum. Es gibt auch inmitten einer verweltlichten Kirche oder verweltlichter Kirchen, Mehrzahl, immer auch einige Echte. Ich würde sogar behaupten, vielleicht sogar auch selbst innerhalb von Sekten und auch innerhalb der katholischen Kirche und orthodoxen Kirche. Solche, die die Bibel ernst nehmen, die den Herrn Jesus lieben, es war ja das Bibellesen verboten bis vor wenigen Jahrzehnten innerhalb der römisch-katholischen Kirche. Jetzt ist es erlaubt. Und es haben manche da einfach durchs Bibellesen schon zum Glauben gefunden, ohne den ganzen Popanz, der von der Tradition darum gebaut wurde. Die Frage ist nur, wie lange können sie darin überleben, innerhalb eines falschen Systems? Das ist dann die andere Frage. Nicht? Erdrückt einen das nicht, wenn man da dauernd anderes hört und anderes praktiziert, eine Hostie annimmt, über die die Transsubstantiation gelehrt wird, zum Beispiel. Das ist ja ganz zentral in der katholischen Messe. Und jetzt ist ja die tridentinische Opfermesse wieder ganz neu belebt worden in lateinischer Sprache, wo besonders das Opfer, das dauernde, unblutige, wiederholte Opfer betont wird. Im Gegensatz zu Hebräer 9, Vers 27, wo gesagt ist, Christus ist ein für alle Mal für uns gekommen und gestorben. Es ist alles vollbracht. Wir müssen nicht ihn dauernd wieder opfern. Können wir auch gar nicht. Aber die Priester können es angeblich. Aber es ist eher eine Zauberei als ein biblisches Prinzip. Es werden zwar biblische Begriffe verwendet, aber sie sind mit Heidentum vermischt worden. Wir haben es heute Morgen gehört. Ich habe auch ein Katholizismus-Handbuch ausliegen, wo Sie diese Dinge ausführlicher nachlesen können. Nun, das kann ich deshalb jetzt nur streifen hier. Aber hier einige wenige, die ihre Kleider nicht befleckt haben und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert.
nicht befleckt von diesem Weltgeist und Zeitgeist und von dieser Vermischung und Verführung Bileamiten, Nikolaiten und Isabel, geistliche Hurerei, Götzendienst. Nein, sie sind rein geblieben davon, haben das nicht in sich aufgenommen. Sie sind nicht aus eigener Kraft mit weißen Kleidern bekleidet, sondern es ist das weiße Kleid, das der Herr erworben hat, für alle Überwinder, durch sein Blut am Kreuz gereinigt. Es ist sein Verdienst, nicht unser Verdienst. Und nun kommen wir noch zu einer etwas schwierigen theologischen Frage am Schluss, in Vers 5. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und jetzt kommt diese Stelle. Und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Da taucht automatisch die Frage auf, kann denn der Name ausgelöscht werden aus dem Buch des Lebens? Was meinen Sie dazu? Wenn er sagt, ich werde seinen Namen nicht auslöschen? Es gibt dann wohl doch die Möglichkeit, dass ein Name wieder ausgelöscht werden kann. Das ist die Frage nach dem Abfall vom Glauben. Ja, es ist ja umstritten. Ich will jetzt hier auch keinen Streit entfachen, ja, auch zwischen Christen. Die Frage, ist das Heil verlierbar oder unverlierbar? Es sind viele dicke und dünnere Bücher darüber geschrieben worden. Ich kann nur so viel sagen, liebe Geschwister. Wenn ich die Bibel lese und unvoreingenommen lese, dann entdecke ich immer wieder, dass der Begriff Abfall vorkommt. Wenn das Wort eine Bedeutung hat, dann muss ich doch sagen, es gibt einen Abfall. Abfallen kann nur, wer wirklich dabei war, ja, wer wirklich gläubig war. Einer, der nicht wirklich dabei war, kann auch nicht abfallen. Von was soll er denn abfallen, wenn es nicht echt war? Ich möchte nur einige Stellen dazu zitieren. Ich habe mir mal aus der Konkordanz einige rauskopiert, der Kürze halber. Da heißt es in 5. Mose 14,9, und fallest ab und betest sie an, diese falschen Götzen. Oder in 5. Mose 11,16, dass ihr abfallt und anderen Göttern dient. Oder in 5. Mose 13, Vers 6, der falsche Prophet soll getötet werden, weil er euch gelehrt hat, abzufallen von dem Herrn. Es gibt viele weitere Stellen. Aber der Herr Jesus selber sagt in Matthäus 24, Vers 10, am Ende werden viele abfallen. Matthäus 24, Vers 10. Und in 1. Timotheus 4, Vers 1, die Stelle möchte ich einmal wörtlich lesen. 1. Timotheus 4, Vers 1. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in den letzten Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Vom Glauben abfallen. Und eine der bekanntesten Stellen ist dann natürlich auch, das war 1. Timotheus 4, Vers 1. Und nun nur noch eine Stelle, Hebräer 6, Vers 4 folgende. Ich habe überall Buchzeichen reingemacht, sonst würde ich es jetzt nicht so schnell finden. Hebräer 6, Vers 4 folgende. Denn es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes geschmeckt haben, dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit und die dann abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött machen. Also auch hier, ich denke, es waren wirklich Gläubige. Es gibt da unterschiedlichste Kommentare, je nach Position, wo man sagt, es waren doch keine echten. Aber wenn doch hier steht, sie sind des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sogar. Das kann man von einem Ungläubigen, so denke ich, doch nicht sagen. Ja. Und auch die anderen Beschreibungen hier. Und abgefallen können sie ja nur sein, wenn sie wirklich ernsthaft dabei waren. Und die kann man nicht erneuern zur Buße. Aber ich möchte auch hier seelsorgerlich nochmals betonen, wenn hier eine Seele ist, die fragt, kann ich jetzt überhaupt wieder gerettet werden, wenn ich schon mal abgefallen war, dann darf ich dir sagen, wenn du wirklich diese Frage hast und wenn es dich drängt, dann darfst du wissen, der Herr zieht dich wieder, ja, er lädt dich ein, umzukehren. Er bietet dir seine ausgestreckte Hand an. Sonst würdest du die Frage gar nicht stellen. Ja, das nur zum Trost. Also allein schon die Tatsache, wenn jemand hier ist und das Wort Gottes gekommen ist, hat er Sehnsucht, umzukehren zum Herrn und Buße zu tun. Sonst würde wahrscheinlich keiner gekommen sein, nehme ich mal an, ja.
Ja, soweit nur jetzt ganz kurz zu dieser schwierigen Frage. Kann der Name ausgelöscht werden aus dem Buch des Lebens? Möge der Herr es verhindern, dass das einem von uns geschieht, wenn der Name eingeschrieben ist, dass er wieder ausgelöscht werden muss. Möge der Herr uns bewahren vor Untreue, Ungehorsam und Abfall. Wir dürfen Heilsgewissheit haben, aber keine falsche Heilssicherheit, dass wir uns ausruhen auf einem Ruhekissen, sagen, einmal bekehrt, nie mehr verloren, egal wie ich lebe. Ja, es gibt ja dann die billige Gnade, auch eine schlimme Sache, wenn man sich darauf dann ausruht. Die Gnade ist groß, sie ist unbeschreiblich groß. Aber wir sollen nicht damit spielen und es gering achten, was der Herr für uns getan hat. Ja, nun sind wir fast am Ende. Und ich schließe noch mit dem zweiten Teil dieses Verses 5. Und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Der Name dessen, der überwindet. Der geistlich lebendig wird, der umkehrt, der sich weiße Kleider anziehen lässt. Der Herr wird sich dann zu diesem bekennen. Er wird sich zu uns bekennen, wenn wir das getan haben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Damals und heute und alle Zeit. Amen. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Lieber Herr Jesus, wir haben hier aus deinem Munde von der schrecklichen Möglichkeit gehört, dass es einen geistlichen Tod gibt in Gemeinden, die äußerlich lebendig scheinen und auch in einzelnen Menschen. Herr, ich bitte dich auch, prüfe du jeden Einzelnen von uns und schenk uns auch die Selbstprüfung, dass wir erkennen, wo wir stehen, ob wir echte Christen sind oder nur dem Namen nach. Und da, wo es nicht echt ist, da schenk doch diesen rettenden Glauben. Herr, erleuchte die Herzensaugen auch, dass sie dein Wort sehen können und dich in deiner Liebe und Majestät ergreifen. Rette du jede Seele, die auch heute hier ist und noch nicht dein Kind ist. Und hilf uns, in dir festzubleiben, dass wir nicht abfallen und dass unsere Namen bestehen bleiben dürfen im Buch des Lebens. Herr, dazu sei du gnädig und segne und behüte uns. Amen.